Zeit zu sammeln. Ja. Ich krieg da einmal einen Tyrant Rose. Oi, da was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Und wir sind heute im Fantame in München und fragen ein paar Spieler, was sie von der neuen Bandlist halten. Alex, servus. Ja. Morgen hat es ja dann angesprochen hier. Was hältst du von der neuen Bandlist, die jetzt rausgekommen ist? Also ich als Kostenspieler freue mich sehr über die Bandlist. Ja. Es ist alles getroffen worden, das komplette Meta wurde einfach umgestellt. Also mein oder unser Deck ist nicht betroffen. Deswegen freue ich mich natürlich. Es wurde Platz gemacht für die neuen Decks. Mhm. Aber was ich kritisieren muss, ist, die Liste wurde einfach nur für um Geld zu machen eingestellt. Es wird einfach, das zeigt einfach, wie Geld bei Konami ist. Die wollten einfach nur ihre neuen Karten supporten. Ja, du sprichst daher, dass wahrscheinlich den Ban von Exitum hat, oder? Unter anderem. Was noch? Ja, also das von Shadol. Okay, es ist klar, dass das Deck irgendwann Hitte führt, aber das Deck komplett. Ja, also es ist gar nicht, Shadol gar nicht mehr spielbar. Das ist das erste Mal, dass die überhaupt gehittet wurden, direkt. Und dann gleich alles. Das ist schon, ich finde schon hart. Ja, es muss auch wieder mal Platz geschaffen werden für neue Decks. Eben, und das wollen die ja machen. Die wollen einfach nur ihre neuen Sets verkaufen. Das ist normal, ja. Das, ja, war schon immer so. Ja, aber das ist gleich alles mal, weil ich meine, es ist nicht nur Shadol gehittet, sondern auch BA. Viele sehen noch ein Potenzial im BA, aber das ist Traumdenken. Das ist einfach Traumdenken. Doch. Und es ist komplett tot jetzt, einfach BA auch komplett tot. Ja. Man kann es gar nicht mehr spielen, ja. Natürlich kann man es noch spielen, aber gar nichts damit reißen. Wenn man verlieren will, kann man es natürlich spielen. Und das wird einfach komplett umgeräumt. Okay, okay. Es wurde Platz gemacht. Ich bin zwar anderer Meinung, aber ist okay. Ist okay. Vielleicht ist ja egal. Auf jeden Fall, ja, es wurde komplett aufgeräumt für Cosmo, ja. Wird auch die neuen Cosmo-Karten rauskommen. Das war eh so ein Ding, wo man sich gewundert hat, wieso kommt jetzt der Ding? Wieso kommt jetzt die Story Secret? Alle haben gedacht, das wird so wie bei BA sein, es kommt immer dieselben Raritäten raus. Dass wahrscheinlich die großen Rare sind und nur Strohmann wird, wird Ultra. Aber der mit dem Secret rausgebracht. Ich finde, da hätte man schon so was ahnen können, dass was krasses mit der Bandlist passiert. Weil so wollen die natürlich alle kaufen. Ja, und wenn Destroyer nicht drin ist oder nicht so oft drin ist, wird es halt öfter gekauft, ja logisch. So haben die halt auch Platz gemacht für Magic Spectre. Und was du auch angesprochen hast, Exitor Knight, dass die Karte Ben war auch einfach nur, um die Pendeldecks stärker zu machen. Mit Exiton ist einfach der Tod dagegen. Ja, wenn du Magic Spectre, wo du 1000 Plus machen kannst, aber dann Exiton halt kassierst und die nicht aufhalten kannst, dann ist es schon hart. Und das ist auch das, wo Ding, was halt jedes Deck geben kann. Und deswegen haben die das auch nochmal rausgenommen, damit die Pendeldecks stärker werden. Und ja, die haben halt einfach alles so verändert, wie es für sie am besten passt. Das sieht man auch daran, dass Blackhorn keine Pendelsammlung mehr negieren kann. Die wollen einfach nur ihre Pendelsammlung nach oben bringen. Ja, deswegen auch wieder dieses Grandson wieder reingetan. Hab auch gedacht, dass es eher Holo wird. Aber wo denn kommen? Aber ja, aber eben, auf der Karte steht zum Beispiel auch, dass es nur ein Monster negieren kann. Nein, auf der Karte steht, dass sie aktiviert werden kann und mehrere Monster zerstört werden. Dass man ein Monster zerstört. Ich denke aber eher, das ist ein Übersetzungsfehler. Das werden wir dann mal sehen, wie das gemutet wird, aber es ist ein Übersetzungsfehler. Was hältst du von der Unlimitierung, wie zum Beispiel die Gear? Also, ist das auf 3 wieder? Ja. Kann das was? Also jetzt, momentan ist es noch nicht relevant, aber Konami macht nichts unbegründet. Und vielleicht haben die wieder rausgebracht, weil im OCG haben die einen neuen Gear-Support bekommen. Echt? Vielleicht wird er, ja, aber den haben wir nicht bekommen, der war OCG. Okay. Vielleicht wollen die den jetzt auch reinbringen bei uns. Deswegen haben die dann noch GG auf 3 gemacht, damit das wieder eben gut verkauft. Okay. Also das ist der einzige Grund, warum ich mir, ja, warum ich mir vorstellen kann. Weil es sind viele Karten auf der Bandliste, die jetzt im letzten Meter unnötig drauf sind. Dass die gerade GG wegtun, ist einfach nur, ja, die wollen was vorbereiten. Weil momentan ist es echt nicht relevant. Natürlich kann man es so spielen, es ist ein gutes Tier 2 Deck jetzt. Gerade mit Noden ist immer Potenzial da, aber ich denke, dass der OCG sofort aufkommt. Okay, vielen Dank. Wir haben Dennis hier, jetzt quatschen wir mal über die Bandlist. Dennis, Bandlist ist ja jetzt draußen. Was hältst du davon? Was wird kommen, was ist stark? Also, was hat sich Konami gedacht? Ja, Konami denkt sich einfach, jetzt neue Marktkräfte bringen, also neue Decks. Ja. Die alten sind jetzt schon sehr lange dabei, fast ein Jahr, wenn man die auch noch neu sieht. Und ja, jetzt kommen die neuen, also Cosmo wird auf jeden Fall sehr stark durch die Bandlist, weil die anderen alten Decks einfach schwach geworden sind. Clifford, mhm. Chardol, BA alles gehittet, Chardol ist fast unspielbar. Necros auch, ne? Ja, also. Aber eigentlich schon komisch, die haben jetzt eine
jetzt im neuen Set eine untere Waffe, also eine Falle, die Nexus sozusagen. Sogar Secret Rare. Secret Rare sogar. Secret Rare, aber hinten dann dadurch das Deck. Ist komisch, oder? Ja, keine Ahnung. Also geht ja für Alex auch, aber für Nexus wäre ich gerade echt geil gewesen. Mhm. Wäre bestimmt auch was gegangen jetzt, aber nach der Bände ist es wahrscheinlich eher nicht. Also eigentlich Nexus auch unspielbar, oder? Ja. Okay. Mit Cap kommen noch gespielt werden. Okay. Teller Knight wird wahrscheinlich noch ein bisschen gespielt werden, weil es hat ja nicht so viel gehittet, Rot auf 1, aber das kann man einfach kaufen. Meinst du, die können mit dem Meter mithalten jetzt mit Magic Spectre, Cosmo, Infernoid, was so da ist, was noch rumläuft? Nicht wirklich, also. Okay. Sie werden ja jede Runde ihre ganzen Pendeln, Sachen und ja, Trivialnutzer gegen zum Beispiel auch nichts und der kann halt auch nicht mehr recht. Infernoid hat ja gesagt, Infernoid wäre nicht schlecht. Mhm. Das gute Matchups und ja, also gegen Cosmo ist eher so 50-50. Mhm. Ja, das Matchup weiß ich noch nicht, wie das ist. Der Run-Support wird auf jeden Fall schwieriger. Ich bin Dark Destroyer, weil dagegen komme ich nicht jedes Deck an. Und ja, Magic Spectre sehr stark. Aber die Pendelmechanik von dem Deck ist nicht mehr ganz so gut. Und Magic wird auf jeden Fall was leisten, weil wenn man sie einfach so als Engine die Magic Spectre spielen und die Pendel sehr gut. Das ist die normale Mann. Also wird das Deck auf jeden Fall noch viel stärker. Müsste ja das Set, glaube ich, im Dezember noch rauskommen, oder? Also das nächste Set ist da, oder? Also die Menschen im Dezember. Genau. Und im Januar kommt dann das neueste Set, Break of Shadows. Genau. Dann sind wir mal gespannt. Ja. Ansonsten von der Band ist der Exiton. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das so nötig war. Es war halt eine gute Karte, um gegen die Pendulum Decks gut zu halten, weil die eben sehr viel aus Feld sind. Mit Exiton läuft halt alles los. Generell die Karten kriegt man so hier, weil wenn der kannst halt einen First Turn rausbringen. Also die besten Pendulum Decks waren ja dann First Turn die ganzen Infinity raus oder Refugia. Und große geht sogar Shockmaster. Ja. Und Exiton hat er dagegen halt abgeschafft. Konnte halt alles wegmachen. Vielleicht kommt er wieder, man weiß es nicht. Ja, stimmt. Irgendwann kann er wieder kommen. Hoffentlich. Ja. Ja, das war's. Dennis, vielen Dank. Grüß dich, Fucker. Hallo. Wir quatschen jetzt mal über die Bandlist, die jetzt neu erschienen ist. Was hältst du davon? Also, fangen wir mal mit der Unlimitierung an. Ich finde Xian gut. Ich mag Xian. Gigi Gear finde ich gut, weil ich habe gehört, dass im OCG ein Support gekommen ist. Ich glaube, die haben Gigi Gear auf 3 gesetzt, weil der Support vielleicht bei uns auch erscheinen wird. Okay. Und Spellbook of Fake, Spellbook interessiert niemanden. Solange Spellbook of Judgment nicht zurückkommt, ist es der Support, okay, finde ich. Dann Seer ist auf 2 gegangen. Ja, das Deck existiert ja schon seit einem Jahr. Ich finde es okay. Auf 1 sind ja Unicorn Brynex, also Necros, wo tot geht. Ist tot, ja. Ist tot. Und Graf ist auf 1. Ich finde, das Deck kann echt nichts mehr, gar nichts. Okay. Aber ja, Rondo, was gibt es noch? Schlappen. Verbotene. Verbotene, wie zum Beispiel jetzt Exiton auch. Ja, ich finde Konstrukt zu hart, man hätte sie auch einsetzen können. Okay. Aber wenn trotzdem noch unspielbar gewesen. Zum Beispiel sie ja schon so auf 3 und Chandel war jetzt sich so hart, dass alles zerstört. Und dann verboten durch Schuhritt, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Weil wenn Brynek und Unicorn auf 1 sind, braucht man Schuhritt nicht auf 0,6. Okay. Und Exiton finde ich sowieso richtig scheiße, weil die die Pendulums stärken wollen. Ja. Was ist jetzt, wie siehst du nach der Liste jetzt und nach dem neuen Set das Meta? Ganz klar Cosmo 1. Okay. Das habe ich gefunden. Mit Pendulum Magician auf Magic Spectre. Nein. Nach dem neuen Set oder wenn Monarchs draußen sind, ist Monarchs zweiter. Dann kommt Magic Spectre mit Pendulum Magician und dann kommt Diggle. Nein. Der Rest überlegt mir da was dann. Alles klar. Danke, Fokan, für deine Einsicht. Servus, Jungs. Helol ist hier. Ja. Wir quatschen jetzt mal über die Bandlist, die rausgekommen ist. Helol, was hältst du von der Bandlist? Was wird Meta? Was? Erzähl mal. Also, Meta ganz klar Kosmos. Okay. Infernoids. Ja. Absolut beste Decks. Was ich ein bisschen unnötig fand, mit Exiton, mhm, die Bandlist.
okay, wie die ganze Pendel wächst, aber trotzdem, die wollten wahrscheinlich, das ist halt ja ein Out weniger. Ja. Ich meine, ich kriege eh große Verstärkung und Exiton bringt mir eh nicht jede Runde raus. Deswegen finde ich es ein bisschen unnötig mit Action. Ja. Aber sonst finde ich die Bandlist ziemlich gut. Die Decks wurden geschwächt. Böninger bist wohl geschwächt, aber ist noch spielbar, denke ich. Denkst du auch, oder? Ich denke, ist noch spielbar, ja. Wenigstens mal einer, der auch mal Ahnung hat. Ja. Necklot ist, glaube ich, auch noch spielbar. Ist auch geschwächt, aber ist, glaube ich, noch spielbar. Meinst du? Ich denke schon, es gibt noch andere Necklots, die man vielleicht spielen könnte dann. Die man vorher nicht gespielt hat. Ja gut, aber keine. Aber die Ritualmonster gibt es da keine mehr, eigentlich. Ja, ich weiß nicht, Katastor gibt es noch. Die hat man vorher nicht gespielt. Ja, eigentlich. Ich weiß nicht, ob sie gut ist. Ja gut, ich meine Brionak auf 1, Unik auf 1, ja, und Schulet gewählt. Ja, ist schlecht, aber es ist, ich finde, das ist nicht tot, das Deck. Das kann man schon spielen. Okay. Und dasselbe wie mit Clifford, alle haben gesagt, ist tot schon vorher. Jetzt ist es tot, ja, aber... Jetzt ist tot, ja. Aber vorher war es auch nicht tot, wo alle gesagt haben, ich denke, okay. Necron ist auch nicht tot. Okay. Shadol? Shadol ist tot, also vorbei, von Zurück, weg, vorbei, ja. Shadol. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man das noch spielen kann. Mhm. Aber ja, auf Erde. Auf Erde oder auf Feuer oder auf Wasser. Ja, aber Meta wird in Meta ist nicht mehr. Eher so vielleicht so Tier 2 Deck, oder? Vielleicht, ja, aber ich denke nicht mal das. Okay. Also Blackwing würde das vernichten. was ist das? Unlimitierungen? Unlimitierungen. Gilgir finde ich sehr gut, diese eine Gilgir-Fallkarte. Ja. Finde ich auch okay. Das Deck hat eh nicht viel gemacht, weißt du? Meinst du, es kann nochmal zurückkommen? Jetzt nicht metamäßig, aber ein gutes Tier 2. Okay. Vielleicht wird es ab und zu mal so Überraschung. Ja. Du als Dingspieler, als Samurai-Spieler. Was Samurai? Shien auf 3? Bringt es irgendwas? Oder? Ja, es ist jetzt kein Unterschied. Solange Portal nicht da draußen ist, das ist scheißegal. Das stimmt. Es ist zwar schon witzig, man könnte schon mit 3 schaffen. Aber es ist halt... Portal ist schon wichtiger, oder? Portal ist schon das Wichtigste. Okay. Wir könnten die eigentlich auch erlauben. Ich meine, so krass wäre es auch. Okay. Ansonsten, was ich auch sehr gut finde, dass Blackwing nicht getroffen wurde. Was hältst du eigentlich davon, weil... Viele Freunde von mir im Deck, ich weiß nicht, wie sie darauf auf die Idee kamen, aber die so, Würfel wird auf 1 gehen. Wahrscheinlich wollten die mich nur ärgern, aber ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Dann freut sich wahrscheinlich auch, dass Instant Fusion und Loden nichts passiert. Ja, aber die ist auch erst neu rausgekommen. Also wäre schon krass, wenn sie jetzt schon sofort auf die Liste. Ja gut, ich meine, im OCG ist ja auch auf 1. Also ja, aber ich glaube, das war nicht sofort nach der nächsten Liste, glaube ich. Ich glaube, die haben ein Jahr gewartet. Ja. Aber das ist eigentlich auch recht irrelevant, weil viele Decks gibt es ja nicht mehr, wo man die eigentlich jetzt so wirklich spielen kann. Ja, stimmt, jetzt kommen die ganzen Pendeldecks. Also die werden jetzt, wenn immer mehr Pendeldecks kommen. Ja. Aber ich finde es gut, dass Konami wenigstens ein paar die alten Synchro-Decks und so auch ein bisschen pusht und so, ja, damit sie auch noch spielbar sind. Und ein paar Synchro-Monster rausbringen, finde ich gut, nicht nur Pendel. Scheiße. Jo. Ja. Danke dir. Das war's. Go. Servus Jungs, wir haben einen Anton hier. Ich quatsch mal über die Bandlist. Ja. Anton, was hältst du davon? Okay. Ja. Nicht sehr gut, aber auch nicht sehr schlecht. Ich finde, dass die Hits sind ziemlich gut. Also Power auf 0 finde ich ziemlich gut. Ja gut, aber Clifford hat ja einige irgendwas gerissen. Jetzt haben wir Sauer auch noch weggemacht. Ja, und Scout hat einen. Das haben sie aber komplett zerstört, oder? Okay. Weil man hätte den Tower noch nicht verbunden, die wissen wir noch wenigstens auf Tower Turbo spielen können, das reicht ja ein Scout, aber okay. Der Himmelsverlass Turbo wird sich nicht durchsetzen. Okay, und sonst so? Also Necros, habe ich gehört, sind viele der Meinung, dass es tot ist. Ja. Ich denke, dass es vielleicht noch ein gutes Tier 2 Deck spielen. Okay. Burning Abyss sieht erstmal ziemlich tot aus, aber ich denke, dass es immer noch am Tier gewinnt. Okay. Also du ein schlechteres Tier 1 Deck meinst, oder? Ja. Okay. Ritual Beasts, dass die nicht damit das gemacht haben. Dann welche Decks gibt es noch? Shadol. Finde ich etwas zu heftig, weil das Deck war schon tot, bevor es tot war. Also okay. Hätte es so nicht hier spielen können, weil es war viel zu schlecht ist. Aber jetzt ist es halt richtig tot. Okay. Sonst so Exitonite? Exitonite finde ich jetzt nicht. Ich fand, der war immer ganz gut, um das Feld zu lenken. Ich fand es sehr überraschend. Viele, ja. Was ich auch überraschend fand, war das Chaos Deck, der nicht auf 3 geht. Zwar ist das relevant? Nein, relevant nicht, aber warum ist nicht schon vor 3 oder 4 Jahren? Das ist ein anderes. Genau. Wie schätzt du es mit ein? Also, ich denke, dass in der Solace Mill, also im Magic-Deck, dann mit dem Gavian, die Magier alleine, vielleicht noch so eine Art MM, ich weiß nicht, dieser Panel-Magier. Wir kommen jetzt im Dezember. Das ist ganz zu deck. Dadurch soll der Magic Spectre noch ein bisschen besser werden.
Ja, ich denke, dass Cosmo und Retrospector ziemlich gut werden. Das finde ich jetzt nicht so toll, wenn man sie ja nicht spielen kann und manche Decks einfach gar nichts dagegen machen. Und ich höre euch? Ich höre euch, das ist überhaupt nicht mehr Deck. Also, glaubst du, die sind da nicht mit dabei, oder wie? Doch, aber ich mag sie nicht. Okay. Was willst du in Zukunft spielen? Wenn ich auf die Weiße fahre, dann möchte ich gerne meinen Jaugen anzudecken, aller Magito spielen. Genau das, der Türkei. Weil ich denke, dass, ja, es ist auch lustig, ein paar Leute zum Welchen zu bringen, die okay. Gar nicht machen können. Ich suche Quelle Aquarien. Ich finde es ziemlich gut. Cool. Also, ich finde es sehr, sehr gut. Anton, vielen Dank. Hier der Julius, hier ist krass, wenn man über die Band ist. Julius, die Band ist kam raus. Ich sehe, du leidest. Ja. Was ist los? Erzähl mal. Ja, ich als eingefleischter Riffle-Spieler. Keller Hot auf 1. Muss man nicht verstehen. Warum könnte das denn sein? Ja, ich meine, wenn du gut hast mit Riffle, machst du plus 2 ungefähr First Turn. Ja. Aber wenn du schaust, was diese ganzen Pendelungen da machen, allein weg ist, wenn du pendelst dreimal, jetzt plus 4. Da ist die Relation irgendwie falsch. Also, vielleicht hatten sie Angst oder wollen Support bringen. Also wenn sie Support bringen, wäre ich dafür. Ja. Dann akzeptiere ich den mit auch, aber so macht das für mich einfach null Sinn. Okay. Und sonst? Necros, Shadol, Burning Abyss? Ich würde Necros ein bisschen zu hart gehittet. Man hätte vielleicht statt Schubit verbieten auch Cycle auf 1 setzen können. Und sonst Shadol, total vergewaltigt, also auch unspielbar. Burning Abyss? Burning Abyss finde ich ist noch spielbar auf jeden Fall. Ich meine, Rough of 1 ist ein Hit, aber solange es hier noch auf 2 ist und du die ganzen hier dann so mitfasst. Ja. Okay. Sonst, da gibt es ja noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel Exit-Unite, haben sie gebannt. Ja, gut, wegen Pendulum, also du wolltest halt pushen. Genau, das ist wahrscheinlich der Grund dafür, ja. GGG auf 3 ist ganz interessant. Und Fate auf 3, aber der Rest kann auch so. Okay, meinst du, dass dann nie was können, so ein bisschen, oder so eher als Tier-2-Deck? Ja, Tier-2-Deck, Slope ist halt, aber vielleicht mal Regional-Tops, aber wollte ich nicht so möglich, oder? Okay. Wie schätzt du das Meta jetzt ein nach der Bandlist, nach dem Support und allem? Also ich denke, bis Januar zumindest. Cosmo wird jetzt dominant sein auf jeden Fall, weil das ist echt stark. Okay. Sonst, Mermaid auch, spielt ja auch selber. Also dann ab Januar dann mal. Ja, auch bis jetzt, aber die ganzen Meta-Decks geschwächt sind. Okay. Ja, du hast ja Easy und die Cars und so. Mhm. Deswegen Cosmo geht auch ganz gut. Muss mal schauen, aber okay. Sonst gute Jahre, glaube ich, anders sind. Ja? Ja, Magic-Spectre noch nicht so wirklich bis... Ja, also erst ab Dezember, wenn die Magicians kommen. Okay. Aber dann wird auch Magician stärker sein. Okay, Infernoid? Infernoid, klar. Aber ja, wurde ja auch nichts passiert, ja. Also auch nichts passiert. Also einige auch, könnte auch noch nicht spielen, oder? Ja, auf jeden Fall noch was. Alles klar. Danke, Julius. Danke.